und des Zusammenhaltes der die Freikorps-Leute nun noch politisch eine gewisse Weile aneinander band. Was für ein abstoßender Dreck. Also, Polen, Oberschlesien und die diese deutsche Provinz verteidigenden Selbstschutzverbände zwischen 1919 und 1921 sind ein Thema für sich. Und wenn man die nationale Brille absetzt, erkennt man schnell, dass sowohl die Oberschlesier, das Deutsche Reich und selbst die erfolgreicheren Polen in der untereinander absolut nicht spannungsfreien Politik von Großbritannien, Italien, den USA, aber besonders von Frankreich nur Spielbälle gewesen sind. Letzteres Land gerade erst durch die massive Unterstützung der USA und Kanada zu einem Mitsieger des Ersten Weltkrieges geworden, hatte in der Absicht, Deutschland auf jedem Gebiet zu schaden, Polen in ihrem Kampf gegen die Mittelmächte bereits seit Jahren aktiv militärisch unterstützt. So hatte es in Gefangenschaft geratene Polen, die in deutschen oder österreichischen Regimentern gedient hatten, zum Desertieren animiert und sie in den sogenannten Halle-Divisionen, benannt nach ihrem Kommandeur, dem auch die Fronten gewechselten ehemaligen österreich-ungarischen General Josef Haller von Hallenburg, zuerst an der Westfront, dann in Polen, nach der Gründung der Zweiten Polnischen Republik am 11. November 1918 kämpfen lassen. Paris hatte sich sogar mit den anderen Siegermächten angelegt, um seine eigenen Interessen kompromisslos durchzusetzen. Das hatte dem britischen Premierminister Lloyd George, einem im Laufe der Zeit immer stärker werdenden Gegner der völlig einseitigen französischen Politik, zur Aussage bewegte, Frankreich sei die neue militärische Macht, die napoleonische Reichsträume verfolge. Besonders Oberschlesien mit seinen reichen Kohle- und Erzvorkommen war für Frankreich das perfekte Mittel, über diesen Umweg sein Hauptziel zu verfolgen, das entwaffnete Deutschland jetzt auch noch wirtschaftlich zu schaden. Dabei hat es Weimars uneinige und zerstrittene Administration ihnen auch nicht besonders schwer gemacht, da Deutschland ja nicht nur den Krieg verloren hatte und zusätzlich durch seine innenpolitischen Kämpfe geschwächt war, sondern sich ab dem 7. Mai 1919 auch noch mit den ehrverletzenden Vorschlägen der Entente zum Versailler Vertrag konfrontiert sah, hinter denen auch wieder hauptsächlich Frankreich gestanden hatte. Was die geschichtliche Betrachtung der Oberschlesien-Problematik zwischen 1919 und 21 betrifft, sind inzwischen in allen Sprachen so viele Bücher mit unterschiedlicher Wertung veröffentlicht worden, dass es heute schwerfällt, nach über 100 Jahren die schon damals quasi über Leichen gehende Interessenpolitik nachvollziehen zu können. Denn ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Entfremdung der westlichen Siegermächten von der ebenfalls siegreichen Sowjetunion, war man sich auch nach dem Ersten Weltkrieg im Kreise der siegreichen Entente alles andere als einig. So waren Italien und vornehmlich Großbritannien, teilweise auch die USA, mit der Zeit immer stärker von der französischen Position abgerückt, die in Oberschlesien über das polnische Vehikel ausschließlich nationale Interessen verfolgte. Ohne diese völlig einseitige und wie auch beim Versailler Vertrag vom Hass getriebene Politik Frankreichs unter ihrem Ministerpräsidenten Georges Clemenceau, zweiter von rechts, hätte Polens Premier Vincenty Witos vor dem Sejm, dem polnischen Parlament, niemals widerspruchslos erklären können, dass die Rechte Polens auf Oberschlesien auch nach Jahrhunderten noch nicht verjährt seien. Aber Großbritannien, das durch seine jahrhundertelange, weltumspannende und imperialistische Kolonialpolitik
in den Feinheiten der internationalen Politik zu Hause war, hatte bereits sehr früh die Laus erkannt, die man sich in den Pelz gesetzt hatte. So hatte der bereits erwähnte Lloyd George am 25. März 1919 seine fast schon prophetischen Überlegungen zu einem möglichen Vertrag mit Deutschland dargelegt. Der Vorschlag der polnischen Kommission, 2.100.000 Deutsche unter die Kontrolle eines Volkes zu stellen, das einer anderen Religion angehört und in seiner Geschichte nie seine Fähigkeit zur stabilen Selbstverwaltung bewiesen hat, muss meines Erachtens früher oder später zu einem neuen Krieg in Osteuropa führen. Bemerkenswert dazu war auch ein prophetisches Bild, das der australische politische Cartoonist William Henry Dyson am 17. Mai 1919, 6 Wochen vor der Unterschrift Deutschlands unter den Versailler Vertrag, veröffentlicht hatte und das die Unterschrift trägt: Der Frieden und das zukünftige Kanonenfutter. Das Bild zeigt ein kleines Kind mit dem Schriftzug Gruppe 1940. Daneben die 4 Vertreter der Entente, darunter der französische Premier Clemenceau, genannt der Tiger, und seine Worte: Seltsam, ich scheine ein Kind weinen zu hören. Der Privatsekretär von Lloyd George, Philip Henry Kerr, als Lord Lothian bekannt, hatte seinen Chef für den Fall von immer überzogeneren Forderungen an Deutschland auch auf eine weitere für den Westen und besonders auch für Polen sehr aktuelle Gefahr hingewiesen, wobei auch hier spätere Parallelen nicht zu übersehen sind. Sie können Deutschland seiner Kolonien entziehen, seine Rüstung auf eine bloße Polizei und seine Flotte auf die einer drittklassigen Macht reduzieren. Doch wenn es sich im Frieden von 1919 ungerecht behandelt fühlt, wird es Mittel finden, von seinen Eroberern Vergeltung zu fordern. Die größte Gefahr, die ich in der gegenwärtigen Situation sehe, besteht darin, dass Deutschland sich mit dem Bolschewismus zusammentut und seine Ressourcen, seinen Verstand, seine enorme Organisationskraft den revolutionären Fanatikern zur Verfügung stellt, deren Traum ist, die Welt für den Bolschewismus mit Waffengewalt zu erobern. Daher kam Lloyd George in seiner Rede am 25. März 19 zur Schlussfolgerung gegen Deutschland: Ich würde daher den Frieden in den Vordergrund stellen, sodass wir, sobald sie unsere Bedingungen akzeptiert haben, ihnen auf Augenhöhe mit uns die Rohstoffe und Märkte der Welt öffnen und alles tun, um es zu ermöglichen, das deutsche Volk wieder auf die Beine zu stellen. Wir können sie nicht gleichzeitig lähmen und dann erwarten, dass sie bezahlen. Damit allerdings stand Lloyd George den französischen Interessen im Wege und konsequenterweise erklärte Polen ihn zu seinem größten Feind. Wie sah nun die Situation in Oberschlesien aus? Wie im Video 1919 Grenzschutz Ost erzählt, war 1918-19 die preußische Provinz Posen fast kampflos an polnische Freischärler gefallen. Schuld daran hatte, neben dem hilflosen Generalkommando unter General von Beseler, besonders der 1866 im niederschlesischen Mönchmotschelnitz geborene Jurist und spätere Journalist Helmut von Gerlach. Der war zunächst ein sogenannter Alldeutscher gewesen, wurde dann Pazifist, war von Deutschlands Schuld am Ersten Weltkrieg überzeugt und galt nach der Niederlage als einer der radikalsten, wie es damals hieß, Erfüllungspolitiker. Der linksliberale Gerlach war von der deutschen Regierung als Staatskommissar in der Provinz Posen eingesetzt worden und hatte dort sehr schnell polnische Positionen übernommen. Jedenfalls war er damit den durch die Niederlage und die Revolution ohnehin geschwächten Deutschen in dieser Provinz massiv in den Rücken gefallen. Am 27. Dezember 1918 hatte sich in Posen mit der Ankunft des polnischen Pianisten und Politikers Ignacy Jan Paderewski die brodelnde Stimmung noch einmal gesteigert. Der 58-jährige Paderewski hatte seine Ausbildung in Berlin und Wien genossen und war 1902 in die USA gezogen, wo er als Millionär lebte. Spätestens mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges betätigte er sich immer stärker in der Politik und warb unermüdlich für den Eintritt der Amerikaner mit polnischen Wurzeln in die an der Westfront gegen Deutschland kämpfenden polnischen Truppen. Auch war es ihm nach einem Konzert Anfang 1917 gelungen,
den US-Präsidenten Woodrow Wilson zu bewegen, die Wiedergründung Polens zu einer seiner Hauptforderungen für die Neuordnung Europas zu machen. Was Wilson in Punkt 13 der von ihm verkündeten und in Deutschland zu falschen Hoffnungen geführten 14 Punkten auch getan hatte. Zwei Wochen zuvor, am 27. Dezember, war Paderewski zusammen mit dem britischen Nachrichtendienstoberst Harry Herschel Wade, dem Militärattaché seiner Majestät in Dänemark, im offenen Automobil in Posen eingetroffen. Dort herrschte, trotz des neblig kalten Wetters, ausgelassene Volksfeststimmung. Geschütze feuerten zu Paderewskis und Wades Ehren Salut. Die Straßen waren übervoll. Man sah Kompanien in deutschen Uniformen mit angesteckten polnischen Abzeichen, die Schnapsflaschen kreisten. Die Menge hatte im Kernwerk deutsche Regimentsfahnen gefunden und trug sie triumphierend vor dem Auto von Paderewski und Wade, das von Mädchen in rot-weißen Kleidern geschoben wurde. Die Kapellen intonierten polnische und französische Märsche, auch die Marseillaise, und Kompositionen von Paderewski wurden gespielt. Als das Auto und die Menge am Königlichen Schloss angekommen waren, auf dem bereits die Präsidentenstandarte Polens wehte, intonierten die Kapellen das Lied des polnisch-russischen Krieges 1830-31. In Warschau schwuren 10.000 auf den Knien. Jetzt erreichte die Begeisterung der Tausenden einen neuen Höhepunkt. Weiß-rote Banner wurden gehisst, die schwarz-weißen preußischen Regimentsfahnen vor Paderewskis Auto geworfen und überrollt, nahmen das Braun des Straßendrecks an. Aber dass alles eine andere Wendung nahm, geht aus dem Memorandum Wades vom 1. Januar 1919 an das Auswärtige Amt der USA hervor. An den folgenden Tagen waren Schüsse zu hören und bald wurde berichtet, dass deutsche Soldaten die Büros des polnischen Nationalrats gestürmt und dort die polnischen und alliierten Fahnen abgerissen und in die Gosse geworfen hätten. Wade hatte die Ereignisse korrekt beschrieben. Denn während das Volk trotz der Kälte auf den Straßen und in den Hinterhöfen sich allerlei Vergnügungen hingab, rollten mitten in diese Volksverstimmung das in Posen stationierte und von der Westfront zurückkommende Grenadierregiment Graf Kleist von Nollendorf, 1. Westpreußisches Nummer 6, sowie einige Kompanien des 50 Kilometer weiter östlich in Wreschen liegenden 3. Bataillons Infanterieregiment Graf Kirchbach, 1. Niederschlesisches Nummer 46, in den Hauptbahnhof ein. Als ein polnisches Kommando sich an das feige Verhalten der Etappentruppen in Posen zwei Wochen früher, am 9. November erinnernd, die Entwaffnung forderte, darüber hinaus der deutsch-polnische Soldatenrat in üblicher Einigkeit die Forderungen der deutschen Soldaten nach sofortiger Entfernung der polnischen und alliierten Fahnen ablehnte, erfuhren zunächst der Soldatenrat, dann die französische Tricolore, der britische Union Jack und die weiß-roten polnischen Fahnen das gleiche Schicksal wie die preußischen Fahnen zuvor. Aber mit Paderewskis Ankunft am 27. Dezember und einer alles anderen als mäßigenden Rede war auch der Posener Aufstand ausgebrochen, der unter anderem durch das geschilderte Versagen der deutschen zivilen und militärischen Führer mit dem Sieg der polnischen Aufständischen am 16. Februar 1919 endete und den Verlust Posens bedeutete. Am gleichen Tag wurde Paderewski zum polnischen Außenminister ernannt. Allerdings begann das aufmerksame Großbritannien, bei dem zunächst eine großzügige Zustimmung für Polens Aufstände festzustellen war, mehr und mehr davon abzurücken, da sie die geplante Hegemonie Frankreichs über das Festland Europas ablehnten. Dagegen wurde ihr Vertreter Wade, nachzulesen in den Akten des US-Außenministeriums, einer der wenigen glühenden britischen Polonophilen, die immer wieder Warschaus Wert für die Entente als antisowjetische Bastion argumentierten. Ähnliche Betrachtung aber hatte auch Winston Churchill angestellt, hier 1916 als Bataillonskommandeur. Auch er war für eine massive Unterstützung Polens mit zum Beispiel Waffen, wobei bei ihm aber nicht das geschlagene Deutschland im Vordergrund stand, sondern die Gefahr des bolschewistischen Sieges und dem damit verbundenen Vormarsch nach Mitteleuropa. Überhaupt hatten die Positionen Polens mehr internationale Zustimmung gefunden als Ablehnung. Aber selbst dem französischen Marschall Ferdinand Foch,
der noch Ende Juni anlässlich der von Deutschland erzwungenen Unterschrift unter den Versailler Vertrag prophetisch erklärt hatte, das ist kein Frieden, es ist ein Waffenstillstand für 20 Jahre. Es schien das aggressive Vorgehen seines Schützlings nach allen Seiten problematisch. Während der Sitzung des obersten Kriegsrates, bestehend aus den vier Führern der Siegermächte und hohen Militärs, gehalten am Mittwoch, dem 22. Januar 1919, im französischen Außenministerium, hatte Foch erklärt, er halte es für wichtig, die Polen zu einer bestimmten Politik zu bewegen. Ihre Aktionen seien derzeit divergierend und exzentrisch.